Hi, und da sind wir schon wieder zurück. Und wir starten gleich mal rein. Also ich mache jetzt nicht nochmal so viel Firlefanz, sage ich mal. Alles klar. Okay, Shane, hier bin ich. Sorry, Schätzchen, war ein bisschen abgelenkt. Hol dein Handy raus, dann siehst du's. Ich? Der Cop, den ich geschmiert habe, hat mir Zugriff auf die Kameras verschafft. Das hier ist eine Live-Video-Überwachung. Und? Ist nur ein Haufen Cops. Ja, und sie beschützen alle den Polizeichef. Einen Mann, den ich brennend gern treffen möchte, aber ungern, solange so eine Gefolgschaft anwesend ist. Ich bringe die nicht alle um, damit du ein Schwätzchen halten kannst. Ich lenke sie ab. Ich mache Krawall, damit sie kommen und nachsehen müssen. Wenn's funktioniert, Süße. Wenn dieses Treffen plangemäß verläuft, bestimme ich für die nächsten Jahre, was in Seattle läuft. Das heißt, du und dein Bruder könnt gehen. Einmal Krawall, komm sofort. Ja, ich glaube aber nicht, dass es mit dem Krawall getan ist, aber wir versuchen es mal. Wow, Alter. Boah, ist er richtig schnell. Krawall machen. Ja, wo denn? Ein paar Autos hoch, das ruft die Cops doch immer auf den Plan. Ach so, ich soll einfach bloß so Krawall machen. Ich hab jetzt gedacht, ja, okay, ach, hier, komm. Okay, spielen wir also eine Runde Just Cause. Der Battle, aber da können wir uns ja theoretisch Zeit lassen, ne? Warte mal. Ich meine, wenn ich schon mal ein bisschen Zeit habe, dann möchte ich mal gucken, dass ich vielleicht noch ein, zwei Loomis hinkriege. So, nur für die Statistik, mehr oder weniger. Warte. Fuck. Wo ist denn das Ding? Oh, da bin ich ja ganz knapp dran vorbeigeschwurbelt. Und ja, ich soll Zerstörung machen, ich weiß. Ich möchte aber das Ding da gerne haben. Ja, ja, ich mach gleich. Okay, ich mach gleich Zerstörung. Versprochen. Ja, komm schon, Mädchen. Mach was kaputt. Tu jemandem weh, damit diese Kopf endlich abhauen. Ja, ja. Oh Gott. Ich soll vielleicht nicht zu nah dran stehen. Ich weiß aber auch nicht, was das, was die meiste Zerstörung bringt, also. Was immer du da tust, mach weiter. Die Kopf sehen nervös aus. Ja, ja, kann ich irgendwie Freude in die Luft springen. Ich gönn mir erstmal. Erstmal ein Tattoo gönnen. Schön. Na, vielleicht sollte ich nicht unbedingt auf die Passanten schießen. Das ist vielleicht ein bisschen alsi. Oh, Auto. Mir wurde gesagt, hier ist autofreie Stadt, also tut mir echt leid. Da oben ist noch ein Lumi. Wow. Da ist das Lumi. Ah, gut. Ich sehe schon, ich sehe schon. Kann ich nicht einfach die Space Needle rausruppen? Das wär's, Alter. So, wo ist denn das Ding jetzt? Ach, da. Hui. Warte, abpassen und... Verwüste einfach die Stadt, okay? Ja, ja, Mann. Einem Freak wie dir ja nicht so schwer fallen. Ja, danke, du Arschloch. Die rennen zu ihren Wagen. Mach weiter, Krach. Ja, ich glaube... Also, so wie die Autos da gestanden haben, war ich hier schon, oder? So, jetzt müsste ich doch... Müsste ich doch beide fertig sein, oder? Hallo? Der Polizeichef schaut umher und fragt sich, wo alle seine Leute hin sind. Ich glaube, ich werde mich mal vorstellen. Okay, mach das mal, du Arschloch. Ich hätte gerne meine Lenkpatrouille zum Schutz hier. Ja, klar. Warum? Ach, Mann. Aber vielleicht habe ich ja Glück und der kriegt noch seine faire Strafe. Ach, die Verdächtige ist hier nicht oben. Erzähl nicht so einen Schwachsinn. Ah, muss ich vielleicht vom anderen Gebäude? Halt! Jawohl! Wow! Ich sag mal, mit den neuen Fähigkeiten, also dass du auf jeden Fall noch weiter springen kannst, dass du jetzt hier noch Doppelsprung in so einen ganzen Geschichten machen kannst. Halt! Nein! Fuck! Geht das auf jeden Fall mit den Loom-Dingern einfacher. Deswegen kann ich das jetzt schon dreimal machen, nicht nur zweimal.
Und ich nehme die jetzt auch bloß nebenbei mit. Also ich gucke mich da nicht Ewigkeiten um, dass ich jetzt mal eins kriege oder so. Aber wir werden bestimmt noch wenigstens mal eine Folge, denke ich mal, haben, wo ich dann doch mal ein bisschen mehr, naja, die Rennen und sowas mache. Obwohl ich da jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr von habe. Hier habe ich eh schon 100% geschafft. Aber also gefühlt in so vielen Stadtteilen waren wir, glaube ich, noch gar nicht. So, wo ist denn jetzt hier wo? Grüße. Ne, ich muss wieder hoch. Ach, da. Na gut, ich muss wieder beschützerlich spielen. Jetzt halte mir die Kopf vom Leib. Ich will auf keinen Fall gestört werden. Und komm nicht auf dumme Ideen. Die Sicherheit deiner Kinder hängt von meiner Sicherheit ab. Ja, ja. Okay. Nur vorsichtshalber. Tschüss. Oh, den haben wir gleich mit zerstört. Der ist auch weg. Wo denn gegnerische Scharfschützen? Hä? Kann sagen, der ist runtergelaufen. Hey, ciao. Oh, oh. Tschüss. Halt sie mir vom Leib, dumme Kuh. Ja, Mann, ich weiß ja nicht mal. Sie haben zugelassen, dass die Polizei den Präsidenten rettet. Ich bin halt nett, aber was soll ich machen? Hä? Oder soll ich bloß... So, er ist weg. Vielleicht sollte ich mal mehr auf die achten hier. Ich muss eigentlich bloß aufpassen, dass die hier nicht reinkommen. Okay, der ist auch weg. Gegnerische Scharfschützen kann ich eigentlich theoretisch drauf scheißen. Aber ohne theoretisch. Hä? Ach da, ja. Ciao. Ich weiß nicht, ob der noch gelebt hat. Ah, fuck. So, er ist auch weg. Die Typen weiter unter Druck. Der Polizeichef kriegt hier die Krise. In ein paar Minuten steht der Deal. Ja, ja. Alter, warum sind die jetzt auch immer so schnell um die Ecke? So, er ist auch weg. Oh, den habe ich auch weggepflanzt. So, er ist auch weg. Alter, warum kommen hier so viele? Lass mich verarschen. Alter, hallo. Okay, der Scharfschütze da oben. Batsch, du Prachtstück. Der Polizeichef hat dir etwas zu sagen. Hör auf, dein Boss kriegt denselben Deal, den wir mit den Akulas hatten. Verlasse einfach meine Stadt. Hast du gehört? Aha. Jeder bekommt, was er will. Ja? Wo ist mein Bruder? Er ist in einem Gebäude keine drei Blocks von hier. Er ist jetzt dein Problem. Und das war's? Du hast den Chief gehört. Verlass die Stadt und ich bin ein gemachter Mann. Und alle sind glücklich. Also ich habe mich ja wie fast jedes Mal erstmal schlau gemacht, wie lange ich ungefähr brauche für ein Let's Play. Also zwecks so eine Planung. Ich bin halt leider so. Ich muss halt alles oder vieles durchplanen. Wo ich ungefähr bei, weiß ich nicht, ich war so bei 10, 11, nee, so 11, 12 Folgen. Und ich meine, das ist gerade mal Folge 6. Ich glaube nicht, dass ich hier so übermäßig geil vorankomme. Dass das schon gewesen sein soll, oder? Außerdem macht das viel zu viel Spaß. Brent? Tut mir leid, Süße, aber das DUP rückt mir auf die Pelle. Jetzt, wo ich den Polizeichef in der Tasche habe, bist du nur noch eine süße kleine Belastung für mich. Arschloch. Gib Gas, du... Oh Gott. Schlappschwanz. Kannst du es mir verdenken? Mich zu erschießen hat ja noch Mundeckung. Keine Lust. Fuck, fuck, fuck. Wenn ich hier rauskomme. Ich weiß, Schätzchen. Genau deshalb darf das nicht passieren. Luft. Verstehst du? Ja, Luft. Fuck, aber wo? Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich dachte an eine schöne Erinnerung. Brent wusste, wenn wir die Stadt nicht verlassen, dann würde ich niemals clean. Er hat immer mehr riskiert, um Geld zu beschaffen. Er wollte ein Boot und damit rüber nach Kanada. Ich sagte ihm, das wäre verrückt. Dann schlug man ihm ein paar Zähne aus.
beim Job. Da ging ich auf kalten Entzug. Er blieb bei mir während der ganzen Scheiße. Er ganz allein. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn. Nichts würde mich aufhalten. Shane hatte Brent. Wenn ich keinen Deal machen konnte, wie sollte ich ihn zurückbekommen? Entschuldige, wie bist du überhaupt aus dem Tunnel entkommen? Hat dir die Halluzination eine neue Kraft verliehen? Okay, ja, ich habe etwas verheimlicht. Schon wieder. Okay, ich zeige es dir. Bring ein paar Leute darunter. Noch eine neue Kraft. Mit einer Raketensalbe. Warte. Okay, das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Beeindruckend. Aber warum zeigst du mir das gerade jetzt? Weil das Training funktioniert. Ich fühle mich gut. Mhm. Gib mir stärkere Gegner. Na schön, Miss Walker. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Ganges. Du scheinst eine Menge persönlicher Dämonen zu haben. Der Konduit, der die Kampfhologramme erstellt, ist besessen von einem Videospiel über Dämonen. Die Ästhetik ist nicht mein Fall, aber als Trainingsobjekte treiben sie dich bis an deine Grenzen. Okay. Albtraum-Herausforderung ab. Was für Dämonen? Wow! Okay. Olla. Okay, solange die. Verfolgt er mich? Oh, der verfolgt mich auch. Okay, solange die am Rennen sind, kann ich die, glaube ich, nicht schlagen, oder? Hä? Oder geht das bloß mit dem. Alter, Drecksack. Hey, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die besiegen kann. Wow! Also den ersten konnte ich ja auch bloß deshalb besiegen, weil ich irgendeinen Spezi-Angriff machen konnte. Oder ich warte mal, bis hier noch ein paar kommen. Aber irgendwie treffe ich den nicht wirklich. Wow! Nein, das war die falsche Taste. Hä? Erster Albtraum ab, Alter. Wie kriege ich hier den Kleinen? Bei dem prallt ja alles ab. Aber ich habe schon eben irgendwie besiegt. Also das dauert wahrscheinlich bloß seine Zeit, so wie es aussieht. Und diese Singularität möchte ich mir doch erst am liebsten aufheben. Aua. Ihre Schnelligkeit versagt? Warum? Guck mal, die prallt ja alles ab. Ich weiß nicht, wo ich den treffen muss. What the fuck? Ich weiß auch nicht, wie ich den anderen dahin weggekriegt habe. Mit meinem Spezi-Angriff vielleicht? Aua. Also ich meine, die sind jetzt nicht großartig schnell oder so, ne? Und ich hätte jetzt noch meine Singularität. Möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, dass seine Hand irgendwie sein gerade sein Kryptonit, aber ja, seine Schwäche ist. Oh, die Füße. Ich weiß nicht, sah es zumindest so aus. Ach, leck mich. Hä? Also ist jetzt für mich auch nicht besonders spannend. Ist ja schön, dass der Programmierer hier Fäbel für Dämonen und sowas hat, aber das hätte man auch anders lesen können. Das ist so bis jetzt das Einzige, wo ich sage, ja, das würde ich vielleicht bei dem Spiel ein bisschen bemängeln. Wow, nein, das war das Falsche. Ach, ganz ehrlich.
Ich wüsste jetzt auch nicht weiter. Also, ich hoffe, das war's auch bloß wieder und ich muss nicht wirklich 20 jetzt. Für uns Konduits heißt es im Leben ständig ihr oder sie. Und wir müssen uns verteidigen. Ah, okay. Okay, okay, gut. Ich hätte das gar nicht machen brauchen. Ich bin jetzt aber schlauer. Was bist du denn, Alter? Ich krieg die also bloß so klein. Dafür brauche ich aber... Oh Gott. Genug Neon. Warte, warte, warte. Wo haben wir? Aha. Ich hätte mir das echt aufsparen sollen. Kacke, das wollte ich auch bis zum Schluss. So, ich weiß nicht, ob er weg ist. Eventuell. Aber trotzdem, das neue Feature finde ich eigentlich ganz geil. So, tschüss. Und ich brauche Neon, ich brauche Neon. Ich brauche Hallo, Neon, danke. Gut, jetzt geht's doch mal einigermaßen gut voran. Sorry, wenn es ein bisschen gedauert hat. Diese Kreaturen sind nicht real, aber die Genugtuung, sie zu erledigen, schon. Denk an Schild. Echt? Kanalisiere deinen Hass und werbe stark. Iman, was seid ihr? Haut mal ab. Vollkommen eklig. Warte. Bin keine Fliege, kuss. Ekelhaft, kleine Spinnviecher. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Scheiße, ich brauche Neon. Pisst euch. Wow, Alter. Ist das hier? Alter, sag mal. Scheiße, genau das. Boah, Alter, den nervt. Okay, die kriege ich Gott sei Dank so klein. Alter. Nein, auch hier. Alter, willst du mich verarschen? Hallo? Oh. Ciao. Ich bin raus. Gott. Die nerven ja sowas von. Mann, verpiss dich doch mal, du Dreck. Alter, nerven die. Konzentration, Miss Walker. Schnauze. Mit Klauen und Zähnen. Das muss ich mal von vorne machen, ne? Ding? Okay, ich habe aber meine Singularität noch, okay. Und jetzt weiß ich auch wenigstens, wie es geht. Alter, der Angriff, der war aber mega rotzig. So, wo bist du denn jetzt hier? Kollege Schnürschuh. Ja, komm mal runter, genau. Nee, nee. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Mann, komm doch mal her hier. So. Tschüss. Neon, jetzt ziehe ich gleich. Oh. Okay, Neon, jetzt ziehe ich jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tschüss. Ah, das kann ja, das kann ein bisschen dauern. Aber diese Kackviecher, also ich meine, die Spinndinger ging ja noch, aber die anderen Viecher waren nervig. So. Den haben wir auch. War das jetzt bei der vierten Welle? Ich glaube schon, ne? Oh, guck mal. Neon, 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 Neon. Aua, 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 aua. Nein, jetzt ist hier kein Neon mehr. Da drüben, da drüben. So, wir gönnen uns. Aber dass ich immer bloß zwei dazu kriege, ist nervig. Warum nicht mehr? So, gönn dir. Und gönn dir auch. Halt, ich geh mal hier oben kurz was ziehen. Oh, jetzt geht das hier los. Verpiss dich, verpiss dich. Nein, er kriegt das. Die kleinen Viecher kriegen das. Tschüss. Oh nein. Die Fliegeviecher, die sind zum Kotzen. Die sind echt zum Kotzen. Die Spinndinger gehen, die sind eigentlich ganz lustig. What? What? Also viele. Und ich treffe die natürlich nicht. Großartig, erledige sie alle. Du hast diese Kräfte aus einem Grund erhalten. Sei stolz auf das, was du bist. Aha. Okay.
Okay, die Drecksflügelviecher sind direkt hier über mir. Die kriege ich Gott sei Dank auch so weg. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Au. Hä? Piss dich, Mann. Oh. Hier, Gönnung. Habe ich noch so ein Ding? Oder habe ich es weg? Wie viel brauche ich noch? Achte. Shit. Oh, warte mal. Nein. Boah, verpiss dich, Mann. Alter. Wie ich diese Viecher hasse, ohne Witz. Warte, du brauchst das. Ja, Gegner meiner Nähe sehe ich schon. Hier. Wow, 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 wow. Alter. Haut ab. Oh Gott. Kommt ja doch einer. Wie brauche ich noch? Sechse. Warte. Hier. Können die nicht einfach auch dazu ziehen? Dann ist das viel schneller geschafft hier. Oh, Dreck. Nein, ich habe keinen Neon mehr. Ich muss erstmal Neon ran schaffen. Scheiße. Ich hatte so eine gute Position. So. Ich brauche immer noch sechs. Oh. Warte. Genau so. Ja, danke. Zorn ist ein Werkzeug, mit dem du deine Umwelt kontrollierst. Aha. Wir sind Conduits. Die Welt verneigt sich vor uns. Aha. Scheiße, hätte ich unterwegs wegkriegen können. Okay, aber bisher habe ich bloß einen so einen Laserhain. Ja. Kaum sage ich's. Kommen die nächsten zwei. Solange ich mich ein bisschen verstecken kann, ist gut. Hä? Hier da oben flattert noch einer rum. Okay, haben wir jetzt. Oh, das war schon der letzte dann hier oben. Wo ist er denn? Nein! Aber ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Juhu! Pisst euch. Und nu? Sehr gut. Bitte keinen zweiten Albtraum. Piss dich. Das scheint dir ja Spaß gemacht zu haben. Nein, eigentlich nicht. Genieße das Gefühl und entfessle dein Potenzial. Naja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für... Ne, ich weiß, das soll herausfordernd sein, aber irgendwie war das nicht so gerade meins. Da renne ich lieber draußen rum und mache da ein bisschen Blödsinn. Okay, sie haben die Gamma-Arena überleben. Ja, das ist sehr schön. Siehst du, wozu du in der Lage bist? Es gibt eine Zukunft für Conduits, die über ihre Vergangenheit hinwegkommen. Erzähl mir, wie deine Geschichte endet. Shane wollte mich umbringen, also blieb mir keine Wahl. Mir blieb nur der Angriff. Das Problem war, ich wusste nicht, wo ich ihn oder meinen Bruder finde. Ist sie tot? Ich hoffe, sie ist tot. Da passen wir noch ein paar. Einfach, um sicher zu gehen. Wo ist Brent? Als ob die mir das sagen würden. Aber schön, dass ich diese Fähigkeit jetzt noch habe, das ist nice. Das Ding ist... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es fühlt sich gerade... Willst du, Mann? Es fühlt sich gerade so an... Diese Typen müssen irgendwie kommunizieren. Als ob das so gesehen dreigeteilt ist, die Story. Also ich möchte auch sagen, dass wir haben jetzt so gesehen den dritten Part, immer wenn wir zu ihr zurückkommen. Heißt also, ich komme doch besser voran, wie ich dachte. Ach, Rowdy, du Zoom. Ein Headset und genau meine Größe. Ganz zufällig. Gibt's eine Spur von Walker? Oh. Nee. Shane hat's geschafft. Das ganze Zeug ist auf Lastern. So findet sie uns nicht. Wenn ich die Drogen auf den Lastern abwackel, kommt Shane angerannt. Ich muss sie nur finden. Genau. Das wird helfen. Gehen Sie... Ja, warte, ich mach gleich. Ist sie markiert? Ja. Ihr kennt's ja. Oh nein, schade. Warte. Kann ich eigentlich auch... Ah, ich kann so gesehen damit auch schweben. Cool. Warte, ich gehe nochmal kurz hier hoch. Ah, doch. Hier drüber müsste es doch funktionieren, oder?
Fuck. Ja, ich gehe zum Sendeschlüssel, Mann. Ich mach doch gleich. Ich wollte doch bloß mal hier das da versuchen, Mensch. Oder mal wieder versuchen. Kacke, von welchem Haus bin ich jetzt gerade? Von da oben. Manchmal stelle ich mich mit dem Springen auch zu doof an. Aber das liegt halt daran, dass ich mit O rennen muss und mit X dann auf Springen drücken. Deswegen, ja, ich gehe gleich zur Sendeschlüssel. Wo ist denn das Ding jetzt? Oh. Ach, fuck. Okay, gut, ich gehe zur Sendeschlüssel. Ich gehe dahin. Warte. So. Hallo, Truck. Warte um euer Leben. Okay, finden Sie Drogenlieferung. Das heißt also, alle Trucks zerballern. Nice. Gibt's da irgendwelche Schwierigkeiten? Schon paranoid? Ich hab nichts gesehen. Ist das nicht der Drogentruck? Ich dachte, den kann ich... Oder muss ich den untersuchen? Mann, verpiss dich doch mal. Ich muss hier gerade was... Hallo. Okay, das innere Schiff ist weg. Alter. Oh, das war der falsche. Was soll ich denn jetzt machen? Alter, was sniperst du da oben rum? Willst du mich verarschen? Tschüss. Oder muss ich die noch mehr zerstören? Was willst denn du, Mann? Geh mir nicht auf den Senkel. Du genauso wenig. Hier, so, tschüss. Hä? Hier ist nichts. Hat die nicht gesagt, ich muss sie zerstören? Ich weiß, was ihn sauer macht. Ach Gott, jetzt sehe ich das erst. Ernsthaft? Okay. Ah, okay, so verliert. Okay. Gut zu wissen, dass ich so die Lieferung verliere. Das ist auch mal was anderes. Hey, Boss. Mensch, was für eine Überraschung. Lass uns sehen. Oh, ich rede nicht mehr. Wenn du reden willst, dann sprich doch mit deinen Drogen auf dem Asphalt. Das hast du nicht. Aber sicher. Tschüss, Schätzchen. Nicht auflegen, du. Ich weiß, ja, ich weiß, ich muss die Drogenlieferung finden. Keine Sorge, machen wir gleich. Was zur Hölle ist hier los? Das müssen okay, Akkulas sein. Das war Zufall. Ich dachte, mit denen wären wir durch. Das war Zufall. Ah, okay. Okay, ja, warte. Ich habe doch hier einen gefunden, ich habe doch hier einen gesehen. Da. Ist er das nicht? Werden wir angegriffen. Hast du? An das Schlüssel? Jimmy, komm schon, dann rede mit uns. Sehen Sie die Gegner? Mache ich das sofort. Ey, nicht weglaufen hier. Okay, und wieder vollsprühen oder was? Was willst du? Okay, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Okay, ich muss also die Drogen vernichten und dann sprühen oder habe ich es jetzt schon oder habe ich es noch nicht? Truck markieren. Ah, also ich habe eigentlich doch alles richtig gemacht. Neisenstein. Nee. Hä? Ach, da. Cool. Wie ein Saiyajin. Cool. Überraschung! Hör zu, Miststück. Noch ein kaputter Truck und Brent verliert eine Hand. Hast du kapiert? Ja, wir gucken. Du wirst ihm nicht wehtun. Nein? Ganz sicher? Ah, was glaubst du denn, was ich vorhabe? Warte. Mein Bruder ist dein einziger, dein absolut einziger Schutz vor mir. Brent sollte sich lieber nicht mal erkälten. Wenn du weiter mein Eigentum zerstörst, wirst du das bereuen.